Viel übrig war von den Autos am Ende nicht mehr. Der Feuerteufel auf dem Parkplatz in Magdeburg, der hat da alles gegeben. Insgesamt 18 Autos aus dem Fuhrpark der Bahn AG und der Bundespolizei wurden von dem unbekannten Täter abgefackelt. Der Schaden ist riesig. 18 Fahrzeuge teilweise komplett ausgebrannt. In der Nacht fangen unter anderem mehrere Einsatzwagen der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Magdeburg Feuer. Wir wurden um 2.30 Uhr benachrichtigt, dass diverse Fahrzeuge brennen. Und insgesamt wurden 18 Fahrzeuge beschädigt, davon 7 Dienstfahrzeuge der Bundespolizei, mehrere Fahrzeuge der Deutschen Bahn und auch 2 Privatfahrzeuge. Die Feuerwehr kann verhindern, dass die Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle übergreifen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 750.000 Euro geschätzt. Niemand wird verletzt. Tatverdächtige gibt es bisher noch nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Polizeifahrzeuge angegriffen wurden. Also das hatten wir auch in den vergangenen Jahren. Wir müssen gucken, ob eine politische Motivation möglicherweise dahinter steckt, beziehungsweise was eben das Motiv der Tat ist. Das Landeskriminalamt ist vor Ort, um die Spuren zu sichern. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.